Jedermann kennt unsere Charité als die Klinik für die Kranken dieser Stadt. Sie ist berühmt als ein Ort für die Forschung, die Wissenschaft, die Lehre. Nur wenn man glaubt, sogenannte Bazillen im Mikroskop entdeckt zu haben, ist man der Heilung von Krankheit nicht einen Schritt näher gekommen. Wir dürfen uns also nicht wundern, wenn in Berlin bereits jeder Vierte an Tuberkulose stirbt. Holen Sie Dr. Behring, schnell! Was ist denn so wichtig, Fräulein Lenze? Auf der Kinderstation ist ein Junge mit Diphtherie. Er erstickt. Wer von den Herren möchte sich an einem Luftröhrenschnitt versuchen? Der Kaiser ist tot. Das ist der Beginn einer neuen Zeit. Es ist uns eine überaus große Ehre und Freude. Der Weltkongress. Enttäuschen Sie mich nicht, lieber Koch. Ich hoffe doch, dass Sie im Parlament Unterstützung für die medizinische Forschung fordern werden. Hier geht es schließlich um das Schicksal von Hunderttausenden Tuberkulosekranken und nicht um mich persönlich. Nicht um Sie persönlich. Es geht immer nur um Sie persönlich. Ich vermute schon länger, dass die Menschen unterschiedliches Blut haben, da die Versuche, Blut zu übertragen, nur in den wenigsten Fällen erfolgreich sind. Sie sollten studieren. Ich schreibe Ihnen gerne eine Empfehlung, damit Sie auch ohne Abitur zur Aufnahmeprüfung zugelassen werden. Wenn wir fertig sind, habe ich ein Geschenk für Sie. Ich glaube, da kann sich alles erlauben. Wir müssen für unsere Rechte kämpfen. Wir müssen uns endlich organisieren. Die Macht der Diakonissen muss gebrochen werden.